zeige Ihnen jetzt, wie man eine helle Einbrenne macht. Zur Zubereitung von helle Einbrenne bzw. auch Mehlschwitze benötigen wir zu gleichen Teilen Butter und Mehl. Ich setze eine Sauteuse auf bei mittlerer Hitze, gebe etwas Butter hinzu. Lassen die Butter bei mittlerer Hitze langsam auflösen. Jetzt gebe ich peu à peu das Mehl hinzu und rühre das mit dem Schneebesen an. Und dann warten Sie bitte, bis sich die Butter vollständig mit dem Mehl verbunden hat. Und lassen Sie die Mehlschwitze mindestens 10 Minuten bei mittlerer Hitze auf dem Herd, damit der Mehlgeschmack verfliegt. Das gleiche trifft übrigens für Speisestärke zu. Wenn Sie verdünnte Speisestärke in Suppen oder Soßen einrühren, lassen Sie mindestens 5 Minuten köcheln, damit der Stärkegeschmack verfliegt. Wenn sich Butter und Mehl vereint haben, gebe ich schrittweise meine Flüssigkeit hinzu. Ich habe jetzt hier Wasser. Das könnte auch Ihre Suppe oder Soße sein. Und rühren die Flüssigkeit langsam ein, damit sich keine Klümpchen binden. Und fertig ist unsere Mehlschwitze. Nur ein kleiner Tipp von uns, Sie können die Mehlschwitze auch schon vorbereiten und im Kühlschrank einlagern.